by you now when darkness seems to win. Where are you now when the world is crumbling? Oh, mag dieses Lied, Look Up Child, das ist doch wirklich Sommermusik und Musik für die Seele. Lauren Daigle singt dieses Lied, Look Up Child, auf ihrem gleichnamigen Album und hat in 2018 dieses Lied zusammen mit Jason Ingram und Paul Mayberry geschrieben. Und herausgekommen ist dieses wundervolle Lied, ein Lied, was uns Hoffnung bringt, so finde ich zumindest. Nicht, weil der Blick nach oben diese Hoffnung bringt, sondern weil der Blick auf Gottes Wesen, das Wesentliche ist und er uns Hoffnung bringt. Er ist derjenige, der dir neue Hoffnung geben will. Und sind das nicht auch die Fragen, die du hast, die dort in diesem Lied auftauchen? Wo bist du, Gott, wenn die Dunkelheit zu siegen scheint? Wo bist du, wenn die Welt zusammenbricht? Und wie gut ist es dann, wenn man auf diese Fragen auch Gottes Reden hört und nicht nur irgendwelche Stimmen und Antworten von scheinbar guten Ratgebern, sondern Gott selbst dir sagen möchte, dass du auf ihn schauen sollst. Ja, auch mein Leben ist nicht immer einfach. Mein Leben war sogar mal wie ein Scherbenhaufen. Ich habe mit 15 meinen Vater verloren, mit meinen Jugendlichen dann viel erlebt, was man so halt macht in dem Alter. Und mit 25 ist dann auch meine Mutter an Krebs gestorben, was mich ziemlich fertig gemacht hat. Und ich war in einer Phase, wo ich nicht nach oben geschaut habe, sondern eher nach unten. Depression und Trauer waren mein täglich Brot. Und da war ich super froh,
sehr glücklich und Gott sehr dankbar vor allen Dingen, dass da Menschen waren, die mir geholfen haben, meinen Blick nach oben zu richten, auf diesen Gott, der neue Hoffnung, neue Perspektive gibt und er persönlich ganz neu zu meinem Vater und meinem Tröster wurde. Ich habe dann nicht weiter nach unten geschaut, weil ich wusste, dass er mitten in den Schwierigkeiten bei mir ist. Und Gott sagt nicht, jetzt stell dich mal nicht so an, sondern er sagt, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Und was ich so wunderbar finde, er nennt mich sein Kind. Ja, das ist möglich. Du kannst Gottes Kind sein. Ich bin Gottes Kind. Und das bezeugt der Heilige Geist mir immer wieder, dass ich einen Vater im Himmel habe. Und du kannst nicht nur Gottes Kind sein, wenn du an Jesus Christus, seinen Sohn, glaubst. Er möchte dich frei machen von all der Last und Sünde und dir helfen, diesen Blick nach oben auf ihn zu richten. Ich brauche diese Perspektive für mein Leben. Ich brauche diesen Vater, der mich ruft. Ich brauche diesen Jesus, der nach Kolosser 1,27 in uns lebt und die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Ich brauche diesen Heiligen Geist, der mir versichert, dass ich sicher in seinen Händen bin. Und Gott ist da, jetzt in deinem Moment, in deiner Krise, in deiner Not, ja auch in den Zweifeln. Dann, wenn menschlich nichts mehr möglich scheint. Lauren Daigles Texte sind gegründet in ihrem persönlichen Glauben an diesen Gott, der nicht nur ihr persönlich begegnet ist und sie verändert hat. Nein, er möchte auch dich verändern. In Zeiten von Stress und Erwartungsdruck und wenn alles Mögliche auf dich so reinprasselt, dann wend dich an diesen Gott und schau nach oben. Er sieht auch dich in deiner momentanen Situation. Und vielleicht geht es dir auch momentan mega gut und du bist total erholt aus dem Urlaub, gerade gekommen. Ja, dann schau nach oben, lobe ihn. Du kannst voll Dankbarkeit deinen Blick nach oben auf ihn richten und sagen, du bist so genial, Gott. Du meinst es so gut mit mir. Ich gebe dir alle Ehre dafür. Und du kannst dich jetzt in diesen Freudenmomenten vielleicht auch schon ein bisschen darauf vorbereiten, falls dann doch wieder mal die Stürme kommen. Vorbereitet sein ist gut. Vorbereitet sein und wissen, dass der Blick nach oben die bessere Blickrichtung ist. Er hat die Kontrolle, so singt Lauren Daigle in der Bridge. Und das gibt mir Halt und Hoffnung. Einer meiner Lieblingspsalme ist der Psalm 121 von David. Und ich sehe David vor meinem inneren Auge dieses Wallfahrtslied singen. Er schreibt dort, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. In diesem Sinne wünsche ich dir ein neues Vertrauen auf Gott, dass er auch in dieser Woche ganz konkret in deinem Leben sprechen und dir neue Freude und Hoffnung geben will.